Rückläufig dagegen die Zahl der Bauern in der Rindermast. Allein in der Steiermark wirft jeden Tag ein Rindermeister das Handtuch, wodurch es naturgemäß auch immer weniger Rinder gibt. Doch es gibt auch solche, die trotz aller Probleme durchbeißen, wie zum Beispiel ein Landwirt in der Oststeiermark. Ich will einen Kauf. Carina Haas hat wegen ihres Cowboys Wien den Rücken gekehrt und ist nach Rohrbach an der Lafnitz gezogen. Für Freundinnen unverständlich. Sind nicht alle begeistert? Also es wird nicht viel mit mir tauschen. Wenn meine Frau das so sieht, nein, ich selber muss ich sagen, auch oft müssen wir Rodeo spielen mit den kleinen Kälbern. Und es ist oft lustig, aber oft auch mühsam. Ja. Wenn ein Bauer, salopp gesagt, Herr über 200 Rindviecher ist, bedeutet das viel Verantwortung. Zum einen, weil drei Generationen auf dem Hof leben und zum anderen, weil letztendlich die Qualität des Fleisches stimmen sollte. Circa 11.500 Rinderbauern gibt es in der Steiermark, darunter 1.500 Rindermäster. Mehr werden es nicht. In der Steiermark sperrt jeden Tag ein landwirtschaftlicher Betrieb zu. Ein Rinderhalter wird jeden Tag weniger, aber auch die Tierzahl sinkt langsam. Und wir haben große Sorgen, dass eben immer weniger Rinder in der Steiermark hier sind, immer weniger Tiere hier sind, die das Gras fressen, die Weiden bewirtschaften, die Almen. Und das macht uns schon Sorge. Die Eltern von Josef Haas helfen noch mit am Hof und führen die Stierkälber langsam an die Mast heran. Der Vater hat sich immer ein bisschen vorgelebt und der Vater ist auch mehr das Herz auf der Seite geschlagen. Und dann haben wir uns vor 12, 13 Jahren entschieden, dass wir da einen neuen Maststall bauen. Und haben die Linie eingeschlagen, ja. Um seine 200 Stiere zu versorgen, bewirtschaftet Josef rund 65 Hektar. Der Kreislauf der Natur ist ihm besonders wichtig. Davon ist es immer circa aufgedrittelt. Ein Drittel Mais, ein Drittel Getreide und ein Drittel Gelgras und Dauerwiesen. Und der anfallende Mist, der kommt dann auf unsere Äcker wieder raus und ist ja sehr bodenerosionsmindernd. Und ich im Betrieb habe sicher kein Problem mit Bodenerosion. Gelungene Abwechslung zum Fressen bringt die Strohdusche. Es gibt eine neue Maßnahme, das Tierwohl, das besondere Förderungen ergeben wird für Maßnahmen, wo die Rindermäster, die Rinderbauern dann gefördert werden, wenn sie Einstreu verwenden und Stroh verwenden. Sie spülen einmal herum nach dem Einstreuen und dann ungefähr 10 Minuten, eine Viertelstunde später legen sie sich hin, ins Strohbett rein und genießen das. Die Rindermäster schielen derzeit mit wenig Zuversicht auf die aktuelle Entwicklung in Sachen Fleischimport. Ich finde einfach nicht gut, generell in der Landwirtschaft, die ganze Zentralisierung, Globalisierung. Wir in Österreich, wir werden nie groß werden. Was mich sehr abschreckt, ist jetzt die Verhandlungen mit den TTIP-Abkommen. Hormonfleisch, das wäre, glaube ich, der Genickbruch für uns Rindermäster. Diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt schon seit über 20 Jahren haben, zur Sicherheit für die Konsumenten, sind uns besonders wichtig. Aber die Kosten natürlich und im Verhältnis zu ausländischem Fleisch ist das ein großer Nachteil für unsere Wirtschaftsbetriebe. Man kann nur hoffen, dass es bald wieder Lichtblicke gibt für die Familie eines Rindermästers.